dancing to Miami Pride, my darling. Who would love you? Who would care?
von Dieter Bohlen erfunden wurden, irren Sie sich. Castings gab es auch schon früher. Anfang der 30er Jahre erschien ein junger Mann in Hollywood zu einem Casting. Das Verdikt der Jury ist erhalten geblieben in Form eines kleinen Zettels. Mit handgeschriebenem Bleistift steht dort: Kann nicht singen, beginnende Glatze, kann ein bisschen tanzen. Fred Astaire hat trotzdem Karriere gemacht. Dancing and I can't be bothered now. Thank you.
Jimmy Rushing hieß dieser Sänger. Sein Spitzname Mr. 5x5. Der Mann war genauso hoch wie breit. Niemand wäre besser geeignet, ihn zu verkörpern als David Hermlin. Komm her, du dickes Ding. Wenn Sie wüssten, was er jeden Tag an Nutella-Broten verschlingt, würden Sie ihn für Mr. 10x10 halten. He ain't got rhythm. Ja, was denn? Ich habe 30 Kilo verloren, du nicht. Clap your hands on the afterbeat.